Einen wunderschönen guten Morgen an diesem, lass mich nachschauen, 6. Dezember. Es wird technisch heute. Ich wurde technisch und habe Wände aufgerissen. Nicht ganz. Ich habe Wandschalter zumindest geöffnet und sogenannte In-Wall-Relay-Switches installiert. Damit Leute, die durch mein Haus gehen und meiner Familie angehören, nicht mehr meine smarten Leuchtmittel ausschalten und mir damit jegliche Kontrolle nehmen. Diese Leute sollen nicht näher genannt werden, aber sie wissen, wen ich meine. Dieses kleine Accessoire macht dumme Lichter smart. Sie versmartet euer Home. Und das Interessante bei dieser Lösung bei Forever, das ist zweigeteilt. Es gibt hier so zwei Dinge. Das eine kommt potenziell hinter den Wandschalter und das andere hinter das Leuchtmittel an der Decke. Und das Schöne ist, dass das zweigeteilt ist, es wird kleiner dadurch und man kann optional auch nur eine dieser Sachen verwenden. Das heißt, ich habe beispielsweise ein Badezimmer, da habe ich nur das Smart Relay verbaut. Wenn das Licht an ist, kann ich steuern. Aber es macht mir nichts aus, wenn Leute den Schalter drücken und damit den Strom unterbrechen und dann dieses Leuchtmittel plötzlich nicht mehr smart ist. Das ist die Lösung von Ever. Die machen diese Zweiteilung. Das Schöne ist außerdem, dass es komplett direkt HomeKit-kompatibel ist. Man muss nichts flashen, man muss keine Bridge installieren. Es ist einfach out of the box HomeKit-kompatibel. Man muss, glaube ich, die Reset-Taste irgendwie 5 Sekunden drücken und dann scannt man den QR-Code, so wie man das kennt. Und dann ist es einfach in Home und lässt sich automatisieren, aus der Ferne bedienen. All die Späße, die man kennt. Ein kleines Accessoire, um sein Zuhause ein bisschen smarter zu machen. Ich finde es nett. Ich finde es nett, auch wenn es so ein bisschen Verkabelung und Arbeit natürlich trotzdem bedarf. Aber es gibt so Leuchtmittel, so Lampen, so Birnen, die kriegt man sonst einfach nicht anders smart. Und diese zusätzliche Komponente sei erwähnt, das ist Wandschalter, die Leute aus der Familie drücken und nicht drücken sollen normalerweise, dann drücken können und euer Smart Home nicht kaputt machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen am 7. Dezember an dieser Stelle wieder.